Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir die fünfte Arena-Leiterin Papella erledigt und haben unseren fünften Orden hier bekommen. Geil, ne? Und ja, wie ihr vielleicht sehen konntet, ich habe mich wieder ein bisschen so umgeändert, so im Stil her. Und ja, ich habe jetzt gerade in dieser Boutique hier alles Mögliche gekauft, was irgendwie Feuer war. Also, weiß nicht, von der Marke Feuer, sag ich mal. Nehme ich mal an. Und ja, mit diesem Outfit gehen wir jetzt noch mal ganz kurz nach Fair Ballet und gucken, ob dieser eine Typ jetzt irgendwie was sagt. Also wenn er jetzt nicht sagt, irgendwie du bist Feuer und Flamme und hast das Feuer des ewigen Hasses in dir, dann weiß ich auch nicht. So, ich mag ja meinen Augenkontraum. Was für ein toller Look. Ich fühle mich, als wäre ich selbst ein Pokémon geworden. Cool. Dieses hitzige Outfit hat das Feuer-Pokémon in mir erweckt. Ist ein kleines Dankeschön für ihn, bitte. Diese TML, die Attacke Akrobatik, die dem Gegner mehr Schaden zufügt, wenn er entweder kein Item trägt. Das war es doch schon eigentlich wert, würde ich sagen. Also was mir in den Kopf gegangen ist, angenommen, ich verschlinge ein Urgel und dieses wird danach von jemandem gefangen, dann lande ich ja so ebenfalls im Pokéball, oder? Weil wäre ich das erste Mensch überhaupt, der jemand einen Pokéball gefangen wurde, würde mich das gemeinsame Schicksal nicht irgendwie zu einem Pokémon machen? Hm? Nicht wirklich, oder? Schade. Jetzt stellt sich hier die wirklich tiefgründigen Fragen, ne? So, wie weiß man, wenn ich das mal jemanden beibringe? Da kann doch bestimmt jemand lernen, ne? Akrobatik, jawohl. Igni. Oder Kuro. Wieder schon fast mehr zu Igni passen. Ich fehlen irgendwie so, weiß ich nicht. Flugattacken habe ich so geführt. Ruckzuck gebe ich sowieso nicht einsetzen. Also komm. Das wird zwar nicht so viel abziehen, weil der meistens immer ein Item trägt, aber was soll's. Gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht beibringen könnte? So Dampfwalze, das ist doch, glaube ich, stärker als. Nee, Schaufler wollte ich genau. Waldwechsel. Ja, Wangenrubler bringt es jetzt auch nicht mehr so, ne? Also. Ja, werde ich mir irgendwann Kopf drum machen sollen. Und ich werde jetzt mit den Klamotten erstmal rumlaufen, weil ich keine Lust habe, jetzt noch mal in den Salon zu gehen und mich hier umzugestalten. Also ja, Bettys. Ich habe schon im letzten Part gesehen. Na, ah, wie gefällt dir mein neuer Look, hä? Wer bist du denn? Ich so, ja, um zu gaffen, da freut ich meinen Anblick jetzt, wo ich kein Challenger bin. Ach ja, da war ja was. Ha, 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 ha. Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Gerade nicht, nee. Vielleicht hast du sogar recht damit. Da ich disqualifiziert wurde, hast du stets deinen gefährlichen Gegner vom Hals. Deinen gefährlichsten Gegner vom Hals, okay. Aber denk ja nicht, dass ich aufgehe, aber ich muss einfach Champ werden für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an die Arena-Challenge teilnehmen zu lassen. Und da ist sie. Oh, wen haben wir denn da? Pink. Ah, bist du der neue Arena-Leiter oder was? Das ist mal ein strahlendes Pink. Der Junge nimmt kein Blatt von dem Mund und ein bisschen verschroben ist er auch. Das Zeug vom Charakter, so mag ich das. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte? Was? Pink. Pink. Von Kopf bis Fuß Pink. Herzlichen Glückwunsch, Jüngchen. Was? Sie sind doch Papella, nicht wahr? Was in aller Welt sollte das eben? Olivier hat dich schamlos ausgenutzt und dich, Upsala, Mondsterne für sie sammeln zu lassen, richtig? So, zum Glück habe ich in den Aufnahmen neben ihr stehen. Jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, was du fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Serie helfen. Du musst nur mit mir kommen, bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kannst du das, Jungchen? Ich das kann, ist das ihr Ernst? Stellen Sie etwa mein Können in Frage. Natürlich kann ich das. Ich werde Ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich Sie dazu, mir alles zu verraten, was Sie über den Wunschsterne wissen. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Sollte sich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Kirchester weiterreisen. Weiterreisen, mein Gott. Okay, der Typ trägt Pink. Er ist perfekte Wahl. Weil es, wenn ich mit pinken Klamotten, ich glaube, da werde ich mal ausprobieren den Schild. Mit meiner Charakterin einfach nur pinke Klamotten. Und dann
gehe ich mal in die Arena rein. So, 7, Route 7, alles klar. Dann gehen wir mal dahin. Guck mal, warte mal, hier ist doch irgendwo ein Mädchen, dass ich irgendwie den Dings übergeben musste. Die ist nicht mehr hier. War die überhaupt hier? Weiß ich nicht. Oh, Waifu. Hallo, na, wie geht's voran mit den Arena-Orden? Ich habe schon 5. Ja. Ich habe diese Antikstätte von Passbeck jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten. So viel ist noch klar. Unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir noch mal die Bandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Kaboom. Und jetzt hat jemand die in die Luft gejagt. Nicht schon wieder. Was in aller Welt war das? Das Geräusch eben kam aus dem Klaustadion. Auf den Steinen befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten. Oh, eine Energiequelle hier? Was zum... was ist denn los? Mein Energiequellendetektor schlägt aus. Das heißt, weiß, dass man ihr Pokémon deiner maximieren kann. Sanja, Danilo, habt ihr diesen Knall auch eben gehört? Rosé führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich es unternehme, können sie mich mitten in Cloud City ein Pokémon deiner maximieren. Im Ernst, das sollte ich besser Rose mitteilen. Gute Idee, ich komme auch mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Kannst kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena Change anzufallen. Und lass das hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Kirchester, damit du dir den nächsten Orden schnappen kannst. Okay. Oh nein. Hey, Danilo. Oh Gott. Warum? Tschüss. Ich glaube, ich habe da was Wichtigeres zu tun. Muss ich mal gucken, ja. Im Klaustadion, ne? Ich weiß, da ist wahrscheinlich jetzt nichts, aber mal schauen. Ich sehe niemanden Wichtiges. Okay. Dann gehe ich eben wieder. Alter. Ah, da war schon wieder Hopp. Ich will nicht. Ich will nicht. Da will aber bestimmt kämpfen. Ey. Wieder schon da aus der Bahn rausgekommen. So, hallo. Diese Wald und Papillas Fragen waren zu viel für mich. Ich bin noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Ja. Ich will aber erst Pokémon fangen. Vielleicht. Okay. Dann gehen wir eben dahin. Machen den ganz schnell fertig und dann gehen wir weiter. Wurde sie mit was fängt er normalerweise immer an? Der hat ja sein Team geändert, ne? Kommt er jetzt wieder zu seinem alten Team zurück? Ich weiß es nicht. Dann komm her. Daniro, wenn ich stark genug werden will, um den hier einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Weiß ich ja schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Ist schon wieder ein anderes Team. Pokémon Trainer Hopp fordert dich heraus. Tom Borg. Jetzt kommt er jedes Mal mit neuen Klamotten. Ja, oh, gegen kann ich nichts machen. Also gut, dann schauen wir mal, wozu mein aktuelles Team in der Lage ist. Ich meine, es ist eigentlich gar keine schlechte Idee, den Rivalen immer andere Dinger zu geben. Ne? Aber guck mal, mein Wirbler ist hoffnungslos unterlevelt. Werde ich schon schaffen. So, bitte one-shot mich jetzt nicht. Der Kampf erinnert mich irgendwie an den von meinem Bruder. Holzgewalt. Oh Gott, da ist doch, glaube ich, voll stark, ne? Ah, ne, er teilt ein. Okay. Was sagst du so, mein Angriff? Das nenne ich mal eine saubere Leistung. Ja, ich wollte schon sagen, er teilt den doch. So, könnte ein bisschen nervig werden jetzt. Aber Raptor wird den Down kriegen, auch wenn er danach irgendwie drauf geht. Oh, jetzt kommen wir nicht mehr so weit. Okay. Ich habe einen Plan. Was 5 Pokémon, also. Boah, du. Also ich habe Hoffnungen für etwas hier. Wirbla. Schon ein bisschen wieder weg. Na, weißt du was? Hier.
will irgendwie damit rechnen, dass Repto down geht. Also ich habe da einen Plan. Ich hoffe, der funktioniert. Holzgeweih. Ja, komm. Und ja, komm, versuch mal so. Ist ehrlich gesagt nicht so schlimm, wenn du down gehst oder nicht. Okay, gut. Das glaube ich, du hast 5 Pokémon, nämlich so eine Chance bekomme ich nicht noch mal so schnell. Lauch, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ich muss 3 Volltreffer landen in einen Kampf. Und ich werde das ja auch schaffen jetzt hier. Pass auf. 1. Ist schon mal sehr gut. Egal wie oft ich dich wiederbeleben muss oder sonst irgendwas machen muss, um das zu erreichen. Ich krieg da in diesen Kampf hin. So, Zornklinge noch einmal. Volltreffer bitte. Noch ein Volltreffer, gut. So, ich muss das ja nicht in einen Run oder so schaffen. Ich muss das in 3 Mal in einen Kampf schaffen, ne? Also. 2 Mal haben wir schon. Weil wenn er hat weiß, ist das ja eigentlich gar nicht so schwierig, ne? So, jetzt mache ich den hier. Wie gesagt, das hätte ich nie im Leben selber rausgefunden. Ich wäre bis zum Spielende mit dem rumgelaufen, unentwickelt, obwohl ich mich die ganze Zeit schon irgendwie freue, den zu entwickeln. Und ja, das bringt es irgendwie auch nicht so. Also ja, komm. So, jetzt wechseln wir nicht mehr ein. In Hoffnung, dass du jetzt nicht wieder down gehst. Komm, Fusch, auch das noch jetzt, ey. Komm jetzt gerade sehr ungelegen, weil du mich fragst. Aber komm. So, komm jetzt. Volltreffer bitte. Nee. Holzgeweih, schon wieder. Dieser Angriff ist mir ein bisschen zu stark. Weiß ich, tue den Kampf jetzt voll in die Länge ziehen, aber so eine Möglichkeit bekomme ich jetzt nicht mehr so schnell. So Gefühl. So, kannst du mal paralysiert sein? Hey, die RNG in diesem Spiel. Jetzt gleich wieder Folge. Vor allem Lauch ist immer noch verwirrt. Also wenn ich jetzt gleich mal angreife, dann haut es sich wahrscheinlich wieder selber. Und ey, du willst mich hier. Warum funktioniert denn das nie? Oh, jetzt hat es sich wieder hochgeheilt. Ey, ich krieg da Kotzen hier. Ja, ich bin immer noch verwirrt, ne? Ja. Oh, Volltreffer bitte. Sie nahm Volltreffer aus. Was? Oh. Oh mein Gott. Krieg hier das Kotzen. Okay. Warum mussten du auch so stark sein, ey? Weil er wurde kein einziges Mal paralysiert, auch jetzt gerade. Das war ja wieder so typisch, ey. Hey. Da war ein Viech jemand hier kaputt hauen, ey. Liegen an den Klamotten, ne? Sag mal, kannst du vielleicht einmal paralysiert sein? Ey, das ist jetzt nicht wahr. Vor allem vor dieser Aufnahme habe ich noch mal kurz Pokémon Schild gespielt, ne? Um aufzuholen, ne? Ich wurde verwirrt. Ich habe mich 3 Mal selber gehauen. Hintereinander. Hier kriege ich noch nicht mal Paralyse einmal. So einmal. Ey. Einfach eine Chance hat Paralyse, ist ja nicht die 11. oder irgendwie was mit
30% mindestens. Muss doch mindestens einmal hier paralysiert gewesen sein. Ach ja, das hat gar nichts. Boah. Alter. Du. Das Viech muss sterben. Geht's noch nicht. Alter. Der wurde immer noch nicht paralysiert. Was soll das? Ey, wozu habe ich denn den paralysiert, wenn er die ganze Zeit nicht frustert, ey? Boah, willst du mich eigentlich? Und der ist ja schon wieder durch. Hey. Das gibt's doch hier einfach nicht. Der war kein, ich glaube, der war einmal paralysiert. Und das als Lauch gerade nicht im Team war. Im Kampf. Relaxo, super. Der haut den doch weg, ey. Der haut den doch locker weg, ey. Muss jetzt irgendwas Schwächeres sein. Das wäre gut. Nun Licht Pokémon, das wäre gut. Ja, habe ich mir schon gedacht, Body Slam und jetzt. Gott, ich bin paralysiert. Wie viel mal wetten? Aber ich werde wahrscheinlich nicht schnell genug sein, oder doch? Okay. Gott sei Dank. Nach der Logik dürfte ich ja kein einziges Mal paralysiert werden. Ne? Ich müsste eigentlich immer mit dem Angriff durchkommen. Oh, das regt mich jetzt gerade ein bisschen so auf. Ey. Oh du. Okay. Ja, scheiße, okay, der war schneller. So, bitte. Lauch. Mal ganz ehrlich. Das wirst du schaffen. Okay. Heimzahlung. Wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Will ich eigentlich nicht erledigen, aber. So, sein Volltreffer, bitte. Sah gut aus. Ein Volltreffer, jawohl. Gut, das haben wir erledigt. Mein Gott. Vor die Fraß. Okay, ich weiß nicht, ob du am Leben bleiben musst oder nicht, aber ich tue es mal auswechseln. Big Talks, du schaffst das schon. Boah. Weißt du, auf sowas soll ich irgendwie, das soll ich irgendwie zufällig herausfinden, irgendwie. Wenn ich hier so casual durch das Spiel ja renne, so irgendwie, weiß ich nicht, das Viech entwickeln soll. Ne. Ich muss jetzt übrigens auch noch gewinnen, ne? Das wäre jetzt eine gute Idee. Ich glaube, du bist nur Feuer, ne? Doppelt so stark gegen vergiftetes Ziel. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ja. Ladungsstoß. Ach ja, Ladungsstoß, nicht Funkensprung. Ein Volltreffer. Es kommt ein Pflanzenstarter. Der hat sich bestimmt auch schon entwickelt. Ne? Lass mal sehen, ja. Nichts gegen über einen Aufholsieg, nachdem man im Rückstand war. Ja, Zeit mal. Gott, rum. Ja, das Ding sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Warum sehen die Starter so komisch aus in ihrer letzten Entwicklung? Oh Gott. Obwohl, Gift. Obwohl. Du hast Überreste von mir weggehauen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Bis dann. Nein, der überlebt hat auch noch. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unser wilder, wuchende Pflanzenkraft. Oh, ich bin so cool. Ne? Trommelschläge. Okay, ich muss eigentlich nur mit irgendjemandem aber schneller sein. So, Big Tox ist gefallen. So. Obwohl, Flora. Muss es da eigentlich schaffen, die paar P noch abzuziehen. Wird ja wohl jetzt nicht irgendwie was lebensgefährliches einsetzen, oder? Schalve. Abschlag. Ah ja, Abschlag hast du ja auch noch. Ne?
Die Staubrille, nein. So kann ich doch nicht sehen. Da, gut. Und Koro ist höher gelevelt als irgendwie. Gefällt mir irgendwie. Mein Starter muss am höchsten gelevelt sein. Cash, ach, dieser. Soll ich denn mit dem Angriff? Trainer Hopp wurde besiegt. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, können mein Pokémon natürlich nicht voll aufdrehen und abklotzen. So. Sehr gut, endlich. Es ist soweit. Lauch entwickelt sich. Etwas Hilfe aus dem Internet. Und er entwickelt sich zu Lauchzalott. Schön. Als einziger Pokémon, das ich mir von Anfang an festgelegt habe. Also mein Team kommt. Jetzt ist es endlich mal da. Prenta, die viele Schlachten überstanden haben, entwickeln sich zu Lauchzalott. Verbergt seine Lauchstange, zieht sich vom Kämpfen zurück. Ich weiß auch den perfekten Namen für das Teil. Eisenabwehr. Wäre eigentlich nicht schlecht für das Teil, ne? Aber was ist jetzt seine Verteidigung? Ja. 121 Angriff. Wo ich gehe mehr so auf Angriff, habe ich so das Gefühl, also ja, komm. Weißt du, bevor wir uns Abenteuer gestartet haben, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Weil wenn ich im Fernsehen gesehen habe, was Delion einfach nur war dieser strahlende Stern für mich. Und inzwischen weiß ich genau, was seine Stärken ausmacht. Und zwar, was mir noch fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Dank, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich mach doch schnell dein Team wieder fit. Okay, danke schön. Weißt du, was ich wirklich will? Ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Ich will Delion, den Unschlagbaren, schlagen. Du wirst schon sehen. Sobald ich mir die Arena-Orden in Kirchester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Hey. Ich hoffe, es dauert noch eine Weile, bis wir Kirchester erreichen dann. Hey, guck mal, was wir da haben. Warte mal, ist da schon die Stadt? Nee, da kann jetzt nicht sein, ne? Und die blockieren ja schon wieder alles. Und so singen wir laut und klar, Miss Mary wieder Champ. Hip, hip, hurra. Okay. Hör ich ihn an. Mehr AP. So eine Lauchstange? Nee, du hast immer noch deine Lauchstange. Ist wahrscheinlich stärker als mein Starter jetzt, ne? Verteidigung 81. Gut, ist glaube ich ein bisschen hochgegangen. Und ich weiß auch genau, wie ich dich nenne. Den Namen habe ich mir auch schon sehr lange überlegt. Und zwar, du wirst jetzt umgetauft von Lauch zu einen Namen, den ich irgendwie der irgendwie eine kleine Anspielung an dem Borderlands 3 Let's Play ist, dass ich mit dem Vegas gerade mache. Und zwar, ich kann aber nur 12. Deswegen mache ich so. Ich hoffe wirklich, das passt. Ich glaube, es passt nicht. Dreck. Ups. Es gibt doch bestimmt Pokémon mit mehr als 12 Buchstaben, oder? So. Oder ich mache das so. So, machen wir mal so Herr von Lauch. Oder? Sieht ein bisschen komisch aus, aber warum kann ich nicht ein Ding mehr machen? Hmm.
Ja, da passt schon wieder nicht. So. So, alles klar. Herr von Lauch. Anders geht das irgendwie nicht. Also nicht. Gut, haben wir das erledigt. Fangen wir noch ein oder zwei Kämpfe hier dran und dann weiß nicht, sind wir schon in der nächsten Stadt. Ja, das ist eine Route, ne? Okay. Hier unten ging es auch irgendwo lang. Okay. Was ist das? Da bist du. Oh. Mautzinger, du bist eine Entwicklung? Okay. Ich dachte, du würdest dich irgendwie in ein und ich dachte, du würdest dich irgendwie ins Nobilikat, in der Galar-Version oder so verwandeln. Man scheint nicht. Warum ist das Viech so stark? Ja, ich würde es sehr begrüßen, wenn du nicht irgendwie kaputt haust. Der muss ein bisschen hochleveln, ja. So ein Gefühl. Weiß gar nicht, was Quatsch. Stärkst. Hops. Hops. Stärkstes Pokémon mal Level 39, ne? Ne, 37. Was war Papellas stärkstes Pokémon? Mensch, ey, wie jetzt? Ja, ich greife dich aber nicht mal an. Was? Ein meiner 84 Pokébälle wandert oder 81. Boah, es geht das schon wieder los, ey. Aber du greifst mich wahrscheinlich nicht an, weil du Stahl angepasst, ne? Bringt nicht so viel. 84 hatte ich, so jetzt habe ich 83. Jetzt habe ich nur 82. So, bleib drinne. Da will ich mich mal entscheiden, ein so ein Ding zu fangen, ne? Immer so was. Ich weiß, ich kann Superbälle einsetzen, aber oder Hyperbälle, aber hast du überhaupt irgendein Angriffsmove? Verhöhner, Angeberei. Hast du noch irgendeinen anderen Staatsangriff? Junge. Macht mir jetzt hier nicht so schwer, komm schon. Bleib drinne, bleib drinne. Ach. Kratzfurie, super. Das ist der einzige Angriff, den du hast. Das ist ein bisschen billig. Kreideschrei, genau. So, jetzt komm, bleib drin. Mal ganz ehrlich, ich mach so einen Superwurf oder irgendwie so was. Will er mit einem Pokéball fangen? Komm schon. Für mich gibt es keine Hyperbälle und Superbälle, okay? Der wird schon irgendwie so da drin bleiben. Aua. Oh nee, jetzt hau den nicht kaputt. Ich will mit dem leveln. Dumm. Ey, Kuro wird viel zu überlevelt sein im Vergleich zu Igni. Ich mag das nicht. Na, Repto, Paralyse mal, bitte. Weil er startet, der bringt's voll. Boom. Ich will lieber irgendwie was zum Einschläfern, wenn noch besser. Und ja, Paralyse kommt natürlich durch. Bin ich gerade nicht, aber gefangen, gut. Wir sind ein Erfolg. Ja, Kuro tut sein Dings noch weiter ausbauen. Okay, die Haare auf dem Kopf haben sich zu etwas verehrt, das einen eisernen Elm erinnert. Es ist von Natur aus kriegerisch veranlagt. Und das Stahl nur.
Also nur. Ah, geh weg. Geh weg! Mich auf den A nehmen jetzt. Danke. Boah. Warum sind denn die... Was mich ein bisschen stört, ne, ist diese... Ach ja, Angst, also genau. Die, die wilden Pokémon sind schon stärker als die Trainer, gegen die ich gekämpft habe. Das ist halt... Ja, ich würde sagen, dann gehen wir aber zurück, weil ich muss mein Team heilen, weil dieses eine Ding hat natürlich wieder meinen Starter kaputt gehauen. Gehen wir erstmal zur Trainerin und hauen die kaputt, damit Igni hoffentlich ein bisschen levelt. Und spätestens jetzt habe ich so meine kleinen Probleme mit dem EP-Teiler. Warum kann ich den nicht abstellen? Was soll das eigentlich? Ich will nicht, dass dann ein anderes Pokémon stärker als mein Starter ist. Hey. Das ist eine Frechheit. So, aber dagegen gibt es eine ganz einfache Lösung. Ich gehe jeden Tag zum Friseur. Ich kann es einfach nicht ertragen, wenn meine Haare durcheinander geraten. Schämst du stark, das ist schon nicht mehr feierlich. War ich schon mal drin? Warte. Warum verkaufst du genau die gleichen Sachen wie was? Gut, ich würde sagen, ich beende den Part hier und ich weiß genau, was ich im nächsten Part schon mache. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das wäre sehr lieb von euch und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.